Taco Dana ist ja als Verteidiger wie die meisten Maps eher langweilig. Aber ihr habt gesagt, spiel doch auch mal Heavy. Und jetzt spiele ich auch mal Heavy. Der Heavy hat anders als hier der Scout oder Specialist oder der Assault eben keine Möglichkeit, so schnell zu rennen. Deshalb ist der halt, ja, der ist halt Heavy. Aber was ich hier immer gerne mache, ist wirklich da schon schnell Druck zu machen und dann hier die Tür zu. Denn so bringt man die Angreifer dazu, dass es gar nicht erst großartig weitergeht, sondern dass die hier schon möglichst früh versauern. Das will man ja immer. Ich drücke irgendwie immer so im Sekundentakt oder Halbsekundentakt drücke ich auf den Feuerknopf, um, upsala, oh, um die Gatling Gun weiterlaufen zu lassen. Ah, ja, 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 man kann natürlich mit dem Ding nicht rollen. Und das ist also, wie gesagt, hier so meine Lieblingsstelle. Hier bedränge ich die Kollegen immer gerne. Und deshalb ist das eben eigentlich immer so ein bisschen langweilig als Verteidiger, und deshalb habe ich die bislang auch nie aufgenommen, aber dann könnt ihr mir wenigstens mal glauben, dass es langweilig ist. Naja, wobei, Kills machen, Punkte machen, ist ja grundsätzlich eigentlich immer ganz lustig. Ich lasse sie jetzt mal doch ein bisschen vorgehen, aber nicht extra, sondern ich sammle mich nur kurz mental. Naja, eigentlich wollte ich auch ein paar Punkte in der Zone holen. Denn wenn man natürlich nicht im Flaggenbereich steht, kriegt man auch keine zusätzlichen Battle Points. Wobei, ich hab ja nicht genau unten drauf geachtet. Ich bin jetzt mit 4000 Battle Points, gut, ich habe auch ein paar Kills gemacht. Aber das wirkte schon so, als hätte ich die auch fürs Objective Playen bekommen. Objective Playen, versteht ihr? Ah, der hinten hat auch Gatling, schwer gegatlinkt. Oh, hallo. Darf ich sie kurz erschießen? hier ist ja was los. Ich habe hier die leichte Gatling, mit der man sich also immer noch so einigermaßen bewegen kann. Die macht aber trotzdem auch gut Schaden. Wo kam das denn her? Ach, der saß da in der... im Eck. Ich spiele hier übrigens nicht mehr Raumschiffe. Das habe ich in der Anfangsphase des Spiels immer gerne gemacht, als es noch möglich war, sich wirklich brutalst an den Bot-Raumschiffen hochzuziehen mit Battle Points. Es geht da jetzt zum Glück nicht mehr. Und weil man tatsächlich auch nicht so viel dann beitragen kann, wow, zum Geschehen, lasse ich das immer weg. Also lasse ich Raumschiffe weg. Sollen wir anders machen. Was ist überall? Zischt hier was? Dann schmeiße ich mal das Gatling an, denn ihr seht, das hat noch den netten, netten Effekt, dass man dabei heilt. Ich werde ja immer so ein bisschen fuchsig, wenn ich hier auf Angreiferseite Sniper sehe, denn das bringt hier halt nichts. Ich wollte schnell noch meine Finn-Klamotten anziehen. Bin überrascht, dass die anderen so viel mehr Punkte haben als ich. Denn jetzt wollte ich schön als Finn aufs Treppchen kommen. Aber die anderen haben viel mehr gepunkt als ich. Ja, das kann man auch mal gemeinerweise machen. Aber auch nicht übertreiben. Oh, oh, oh. Und das hier sollte man auch nicht übertreiben. Ich sehe gar nichts mehr. Tschu-tschu-tschu. Oh, das war wohl gerade ein Schuss aus dem Himmel. Lass mal da weggehen. Sehr gut. Ja, also Finn mag ich wirklich als Verteidiger mit am liebsten. Denn wenn der halt anfängt, da die Cooldowns der Kollegen zu resetten und die Waffen zu kühlen,
Das taugt schon was. Ja, also, das geht sehr schnell. Das habe ich auch in meinem ersten Takodano-Video gesagt. Jetzt weiß ich gar nicht, ich bin gerade erst auf den Server gegangen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch Angriff spielen oder ob jetzt die neue Map kommt. Wenn jetzt aber, nein, es kommt gleich noch Angriff. Gut, dann können wir hoffentlich zeigen, wie es geht, denn da war ich euch auch noch einen Sieg schuldig, wenn ich mich nicht vertue. Jetzt also Angriff. Ich bin Officer und habe mal Disruption mitgenommen. Die booste ich alle gerade ein bisschen für günstige Battle Points. Und mache es jetzt wieder so wie immer. Gehe rechts vorbei und versuche dann rechts umfassend, wie es im Militär so schön heißt, dem Gegner in den Rücken zu fallen. Das funktioniert manchmal funktioniert es überhaupt nicht. Ich sehe hinter mir wieder ein Grüppchen von 3 Snipern oben auf dem Hügel und möchte kotzen. Ja, das könnte auch eigentlich die meinen. Jetzt schauen wir mal, was der Disruptor taugt. Nichts taugt er. Zum Glück kann ich was. Ja, ich sag ja, das klappt echt ganz gut. Oh, die ist kaputt. Die Sau. Ah, ich wollte mich nach hinten rollen und in die Angstblase. Aber es ist halt so schade, wenn keiner mitkommt. Dann bringt das nichts. Ach, scheiß hier. Dummes Disruption-Ding wieder ausmachen. Das hilft doch alles nicht. Ja, ich könnte stattdessen ein Schild mitnehmen. Das klappt da oben ja manchmal auch ganz gut. Allein nur, um den Kollegen zu signalisieren, hier ist Sicherheit. Du kannst hier hingehen. Das hilft natürlich hier den 3 Snipern auf dem Hügel. Hilft es nichts. Die sind da jetzt wahrscheinlich fest. Die sitzen tatsächlich immer noch da. Ach. Leute. Ups. Möchte man denen ja fast wünschen, den Snipern da oben, dass die weggesnackt werden. Hat da nicht einer gerade geschossen? Nee, schade. Das hat mich Zeit gekostet. Ja, du, ist nicht so wichtig. Kümmere dich nicht um mich. Bin hier nur auf der Durchreise. Ja, die haben es immer noch nicht gemerkt, dass ich das manchmal mache. Eieiei. Ja, wenn der natürlich erstmal sein Schild auspackt, wird es schwer. Aber ihr seht, na, wahrscheinlich in dem Moment, wo ich es zu oft in Videos mache, klappt es nicht mehr so gut. Aber das klappt eigentlich echt gut, da von hinten zu kommen. Ihr habt es bei dem einen Heavy gesehen, der hat gar nicht realisiert, dass man ihm da entgegenkommen kann. Und das macht mir eben immer Spaß, Wege zu finden, wie man ans Objective rankommt, ohne dass der Gegner das merkt. Das klappt halt zum Beispiel auch auf dem Todesstern ganz hervorragend. Habe ich nur bislang nicht gebraucht. Haben sie hier tatsächlich einen erwischt? Die Sniper. Bin ja stolz. So, das da oben hebe ich mir noch. Ja. Ich will noch den Kollegen boosten, Den, genau. Und jetzt machen wir das hier an. Der Schild funktioniert, das hatte ich schon mal gesagt, sofort, sobald ihr auf den Knopf drückt, gilt der als da. Das ist halt super cool. Haha, hat der ein Glück gehabt. Ihr müsst also nicht erst warten, bis die Animation da ist und das Ding sich aufbläst. Ich weiß jetzt nicht, warum der Sniper hier... Kommt, boost. Warum der Sniper da so 2 so Minen hingetan hat. Schließt sich mir jetzt nicht, aber mir soll es auch egal sein, solange wir das Ding hier erobert haben. Sollte ich vielleicht mal kurz innehalten mit meinen 6 Gesundheitspunkten. 6 Gesundheitspunkte! Kann der nicht gerade irgendwie 200 Meter weiter vorne halten? Wäre unser Leben so viel einfacher. In dem Abschnitt hätte ich jetzt eigentlich ganz gerne den Geschützturm. Aber man kann nicht alles haben. Dann halt so. Ja, die Blurk. Es ist mir nach wie vor peinlich, dass ich beim ersten Mal so nur so auf Basis
der Werte gesagt habe, naja, die ist ja eher so blurk. Aber tatsächlich ist das die beste Waffe. Oh, ja, so setzt man die Angstblase natürlich nicht. Schade. Dann muss das einer machen, der mit dem Schild umgehen kann. Oh, das ist aber risky. Risky, dass sie ihn angesichts des, des Turms trotzdem angemacht hat. Aber sie lebt offensichtlich noch. Gut. Lob, fass mal Lob. Jetzt schnell. Ach, ich hätte ja mal auf den Schützturm wechseln können. Ah. Aber fass mal. Was hat er sich dabei gedacht? Mit diesen Dingern da. Soll er halt seine scheiß Minen mitnehmen und auch an den Geschützturm legen? Wie ist das gehört? Hören Sie auf zu explodieren. Ich laufe hier. Da sind sie ja Klassenfahrt oder was? Ach, Ray auch noch. Oh, der auch noch. Ah, da ist ja was los. Was kostet denn Bosk? Ja, genau, nur die beiden kosten 600. Das macht es nicht einfach. Ich glaube, ich habe jetzt... Achso, der eine läuft. Ich glaube, ich habe jetzt auch das System verstanden, welcher Held wann wie viel kostet. Zumindest passt es hier in das System, wenn ich behaupte, dass die Helden, die in das Szenario der Map passen, also in dem Fall zu Episode 7, dass die dann billiger sind. So wie zum Beispiel auch Wookies auf Kashyyyk billiger sind. Das mag so ein bisschen... Ja, denn es regen sich ja mehrere Leute darüber auf, dass hier ja, Episoden gemischt werden. Und den noch boosten. Und so erreichen sie wenigstens, dass, naja, dass dann zumindest manchmal die richtigen Typen auch auf den richtigen Maps sind, einfach weil sie halt billiger sind. Jetzt wird's knapp. Komm, mach an. So durchgeprescht. Na, ja, die 500 Pünktchen würde ich jetzt zum Beispiel direkt kriegen, wenn ich die Bombe gelegt hätte und dann sie auch noch explodieren würde. Na gut, aber wenn ich jetzt spontan die Runde gewonnen hätte, hätte ich die Runde gewonnen. Also hätte, hätte, Fahrradkette. So. Aber dafür gibt es ja trotzdem, wenn die jetzt hochgeht, kriege ich immer noch 500 Punkte. Und ein Huhn. Und das ist natürlich schön. Warum stehen die hier hinten rum? Worauf schießen die da? Auf den? Da sollen sie halt hingehen. Die gute alte Blur. Ach, da hinten steht Ray rum. Er hat aber, wie ich total gut verstehen kann, keinen Bock, da jetzt ranzukommen. Ich auch nicht so richtig. Ich halte jetzt hier meinen Abstand, gucke ein bisschen, lass mein Türmchen da stehen. Türmchen für mich arbeiten. Und fahre meine 500 Punkte ein. Das heißt, nach dem nächsten Tod wird es Zeit für einen Schurken. Aber leider sind ja Vader und der Imperator schon weg. Was? Fieb? Was heißt hier Fieb? Komm, spreng ihn weg! Oho, was? Danger Seeker. Aber hat sogar überlebt, so lange. Ja. Nee. Oh! Der Kleine mit den Ohren! Ja, lass mich ruhen. Ich geh so lange da rein. Oh! An! Stirb! Ah! Das hat jetzt aber auch... Ah, immerhin ist er down. Boss, jawoll! Das hat jetzt den Yoda, glaube ich, auch so ein bisschen irritiert, dass ich auf ihn einfach keinen Bock hatte. Aber man kann den Lichtschwert-Typen tatsächlich relativ gut entkommen, indem man einfach ein bisschen rumpurzelt. Ach, jetzt ist der Imperator down. Das ist ja ein bisschen schade. Der Skars wirkt... Warum kann ich den nicht sehen? Gas wirkt eben auch durch
Wände durch. Das ist dann eben sehr schön. So, ein paar Minchen hin. Die liegen nicht ideal. Aber besser als nichts. Jetzt macht das Gas die eine Seite zu. Die Mine macht die Seite zu. Die Seite macht wieder nichts zu. Na gut. Ha! Ich hatte euch einen Sieg versprochen. Und vielleicht... Oh, sieh hier. Vielleicht gibt es jetzt auch bald einen. Sie ist natürlich die ideale Kandidatin für meine Minen. Und jetzt wird sie auch noch gewürgt. Erwin, wirk ihn. Ui, was ist denn da los? Ui, ui, ui. Schön. Ja, der Bosk ist halt ein geiler Verteidiger mit seinem Gift und den Granaten und den Minen und seiner makellosen Haut. Ja, das ist der versprochene Sieg. Jetzt muss ich diese Map nie mehr spielen. Nein, die ist schon gar nicht so schlecht, aber gerade der Anfang ist halt schwierig. Aber wie heißt es so schön? Aller Anfang ist schwer. Und jetzt geht's wieder Kohle! Nice! Und ich hoffe, von euch kriege ich ein paar Kommentare, Däumchen oder Abos, falls noch nicht geschehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis dahin, ihr seid die Besten. Und ich bin der Fabian. Ciao.